So, hallo, hallo, da bin ich wieder. Ich habe den Elli-Verschlussschrauben gehört. Ja, ich habe vergessen, mich zu muten. Ich war kurz auf Toilette und dann habe ich mir... war noch ein Stück drin halt. Wei Bei, Dankeschön. Dankeschön fürs WB sein. So. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ich habe übrigens, ich habe mal Assassin's Creed jetzt aus dem Plan kurz rausgenommen, weil ich glaube, komm, wir haben schon 15 Uhr und ich glaube, für eine Stunde lohnt sich jetzt Assassin's Creed nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Pups auf dem Klo haben wir auch gehört. Hat er gar nicht. Da sind zwei Türen zwischen. Oh, die Mupfel, die nehme ich wieder mit. Die war eigentlich ganz cool. Auch wenn die ein bisschen random ist, aber die ist eigentlich ganz cool. So, aber hier sind wir vorhin lang, ne? So, hier lang. Wie so eine Stunde? Dachte, man macht es immer bis 18 Uhr. Nee, heute nicht, weil ich muss heute einkaufen. Muss mich noch denn fertig machen und einkaufen gehen heute. Deswegen heute definitiv nicht so lange, leider. Sonst hätte ich gesagt gehabt, okay, wenn ich wieder so um die 7 Stunden irgendwie so live bin, dann hätte ich gesagt gehabt, ja, okay, dann spielen wir noch mal ein bisschen Assassin's Creed, aber ich glaube, heute wird das nichts mehr. Ich muss echt noch einkaufen gehen. Also, warte, ich muss hier warten. Kann ruhig mal schneller abbauen auch. Mann, meine schöne Milchdüde. Ja, das ist der hier wieder. Okay, den muss man immer wieder aktivieren. Jedes Mal, wenn man neu reinkommt. Hier ist die Wut der Zerstörung lang gegangen. Das war ich. Ordentlich Geld einsammeln. Weil so viel Geld ist das gar nicht, ne? Gefühlt, was man hier kriegt. Nicht schütteln? Ich glaube, das kennen wir schon. So, das nehmen wir hier wieder mit. Ja, die sind schon gut was wert. Vor allem die goldenen. Hier sind auch wieder so Wobbeldinger. Ich habe doch aber eben den Strom ausgemacht, oder nicht? Aua, warte. Einstolper, durchstolper. Oh, die Cops kommen gleich, Leute. Käse. Eine Melone. Die Wattemelone. Hast du gar nicht. Da sind zwei Stündchen dazwischen. Ellie-Körper sind die Farben. Immer. Immer. Ich pupse eigentlich die ganze Zeit. Eigentlich sind das gar keine Worte, die aus meinem Mund kommen, sondern eigentlich pupse ich nur.
Jetzt kann sich auch vorstellen, warum das hier so riecht. Oh, auf dem Weg hier rein wurde ich völlig zerlegt. Jetzt bin ich nur noch eine Scheibe der Melone, die ich einmal war. Oh, oh, du warst nicht immer so. Oh. Ja. Ich glaube, dass dieser Schaltkasten an der Wand die Laser mit Strom versorgt. Aber da bin ich nicht weit. Da ich nicht weit genug werfen kann, kann ich ihn von hier aus nicht zerstören. Ja, gar kein Ding, ne? Ich mach das für dich. Hab kaputt gemacht. Ja, aber ich hab kaputt gemacht. Ich dachte, er sagt noch was dazu. Okay, dann nicht. Oh Gott, Leute, die Cops kommen. Jetzt ist die Kacke hier am Dampfen. Oh mein Gott. Hallöchen, Christerium. So, warte, ich muss aber mal gucken, wo waren denn die Laser? Warte. Hier, das waren die Laser. Christerio, wie geht's dir? Wie war dein Tag bisher? Und mein Geldbeutel ist wieder voll. Okay, wir müssen, Leute, wir müssen. Wo ging's hier nochmal raus? Oh, da ist ein Game. Da ging es raus. Die Tür gefunden. So, gib Seele. Wenn ihr euch fragt, warum spielt die Tante die ganze Zeit nur noch mit der Seele? Also mit der Sense, nicht mit der Seele. Ich spiele auch mit euren Seelen. Feuerwerk! Feuerwerk des Todes! Babam! Damit kann ich gut Seelen sammeln. Also farmen mit der Sense. Und die brauche ich für Mucke. Bam! Wow, der ist doch richtig nice. Feuerwerk! Ja, okay, ich gehe schon. Deswegen müffelt das also so im Wodkeller immer so, weil dicke Luft geht ja nach unten. Ja, ja, genau. Mein Tag war ätzend. Bin gerade erst von der Arbeit heimgekommen, bin klitschnass gewesen vom Regen und durchgefroren aufgrund dessen. Oh, ja, hier ist es auch. Ich muss halt nachher auch noch einkaufen, deswegen mache ich nicht allzu lange. Und hier ist es halt extrem windig und es regnet die ganze Zeit. Also ich freue mich schon rauszugehen, Mensch. Das wird richtig toll. Achso, ich wollte den Kasten hier holen, ne? Hier, Pappkarton. Ich habe Pappkarton. Ja, kann man ein bisschen weiter stolpern, ist auch okay. Ich finde aber gut, dass die Upgrades nicht irgendwie weggehen oder so. Eine Armbrust, die will ich mitnehmen. Oh, die hat sogar so ein Zielding. Aber die ist langsam, ne? Die ist aber langsam. Naja. Ja, vergiss dein Toastbrot nicht, Herbsti. Ich hab's mir gemerkt. Ja, richtig, richtig. Deswegen muss ich nämlich einkaufen gehen, weil ich es letztens nicht gemacht habe. Und ich hatte noch halt so Tütensuppen und hab die dann gegessen, weil ich einfach zu faul war, rauszugehen und einkaufen zu gehen. Gar keinen Bock auf andere Menschen. Und deswegen habe ich zwar noch Käse und sowas alles da, aber kein Brot, um es raufzumachen. Yay.
So, ich bin gespannt, wann wir die Oma wiederfinden. Ist eigentlich, wenn man hier einfach wieder rausgeht? Geht nicht. Mich wundert auch, was da unten ist. Ich mich da so durchstolpern kann? Nee. Aber ich nehme die Sense, glaube ich, wieder mit. Gib Geld! Schüttel, schüttel, schüttel. Du auch? Ob das bei Christerium auch funktioniert, wenn man nicht durchschlägt? kommt da auch was raus? Also, Geld meine ich. Oh Gott. Manchmal sollte ich überlegen, wie man Sachen auffassen könnte, bevor ich sie sage. Weil wir kommen noch mal rausgeblieben. Fühl ich. Und Fledermäuse vielleicht auch ein paar. Die haben sich diesen Schritt schon gemütlich gemacht. Oh, hier. Ich kann in euren Kult, oder? Unsere Rekrutierer hatte ich für würdig befunden, unserer wundervollen Gemeinschaft beizutreten. Ja. Na dann. Willkommen, junge Rübe. Du bist jetzt offiziell ein Mitglied der Stufe 1 der Pilzinanti. Okay. Vielleicht auch noch ein paar Spinnenweben. Ja, genau. Es ist völlig normal, dass normale Gemeinschaften ein Stufensystem haben, weißt du? Vielleicht steigst du sogar auf, indem du Aufgaben für die Gemeinschaft erledigst. Sei also sozial. Pilzinati, die neuen Illuminati, ja. Hallo Demitz. Hallo, hallo. Schön, dass du reinschaust. Ich teleportiere mich jetzt an meinen üblichen Platz. Sei nicht traurig. Bei Stufe 69, 420 darfst du dich auch teleportieren. Irgendwann kommst du auch dahin. Bam, bam, bam. Okay, das ist klar. Der Stein hat ein Gesicht. Darf ich dich mitnehmen? Ich kenne jemanden, der Steine braucht. Und naja. Du hast auch ein Gesicht. Süß. Ah, du bist also der neue Rekrut. Interessant. Oh. Der große Pilz hat mir von dir erzählt. Oh. Er hat gesagt, dass du unser Auserwählter bist, der geschickt wurde, um unsere Sachen zu unterstützen und eins mit unserer Familie zu werden. Hä? Die Pfirsichkops oder die Polente, wie ihr einfachen Leute sie nennt, kommt dem Ort, an dem unsere kleine Gemeinschaft lebt, immer näher. Hä? Wir müssen ihn geheim halten. Oho. Wenn wir entdeckt werden, verliere ich die Unterstützung der Gemeinschaft. Und der große Pilz wird uns verlassen. Du musst dich um 200 Pfirsichkops kümmern, um die Zahl zu verringern. Ja, das habe ich doch vorhin schon gemacht gefühlt. Also, ey, die habe ich doch aber bestimmt schon. Mann. Naja, ich muss eh Seelen sammeln. It's okay. Das ist ein Brokkoli. Oh nein, das ist ein Atompilz. Das ist kein Brokkoli, Entschuldigung. Licht aus. Spart Strom. Was bist du? Hier. Ach, ihr. Nein, ich habe meine Sense weggelegt. Halt, stopp. So. Ich habe einen Pupspilz. Guck mal. Wo wir vorhin schon beim Pupsen waren. Das ist ein Atompilz. Ich dachte gerade, was macht ein Brokkoli da?
Junge. Warte. Oh, schade. Siehst du, war das nicht cool? Ich war da drüben und jetzt bin ich hier. Boah. Du scheinst mir ein aufgewecktes, junges, beeindruckendes Talent zu sein, junge Rübe. Ich bin mir sicher, dass du die Stufen in kürzester Zeit aufsteigen wirst. Oh? Der große Pilz ist immer hungrig. Er verlangt nach Opfern. Chat! Kann ich euch kurz mal wohin bringen? Als Gemeinschaft, die den großen Pilz verehrt, versuchen wir, seinen Appetit zu stillen, wenn wir können. Hä? In letzter Zeit scheint er eine Vorliebe für SWAT-Paprikas zu haben. Wenn du zeigen willst, was in dir steckt, geh und kümmere dich um 100 SWAT-Paprikas. Ja, gar kein Problem. Du, ich mach das. 100 von denen, 200 von den anderen. Ja, gar kein Problem. Aber sonst nichts zu tun hier. Was willst du? Freshe Frisur. Der große Pilz würde den Kopf darüber schütteln, dass wir uns mit all diesen Strukturen aus der alten Welt umgeben. Hä? Als neuer Rekrut musst du der alten Welt abschwören. Alles, was sie erzählt, ist der große Pilz. Leider komme ich aus dem Mod-Keller nicht raus. Ach, schade. Ach, Menu. Der große Pilz. Ja, er ist einfach enttäuscht von dir, Menu. Was soll man sagen? Wenn dich eine Tür aufhält. Nee. Einfach nur Kopfschütteln, wirklich. Wenn es da besser ist als in der Realität, kannst du mich gerne hinbringen. Ich weiß nicht. Und wird mehr stecken, wenn ich der Pilz wäre. Es wird Zeit, dass du beweist, dass du es ernst meinst. Hä? Zerstöre so viele Möbel der alten Welt, wie du kannst. 1000 Möbelstücke sollten reichen. Junge, das ist voll viel, was die von mir wollen. Möge der Pilz mit dir sein. Ich weiß ich nicht. Ich hätte gerne. Weißt du, was ich gerne hätte? Ich hätte gerne einen Pilzhut. Brokkoli-Kultführer. Lügen! Sie haben dich alle angelogen! Ich war einer von ihnen. Diese falschen Propheten haben mich reingelegt. Sie liegen völlig falsch. Oh mein Gott. Die einen denken, es ist ein Atompilz. Und die anderen denken, es ist ein Brokkoli, Leute. Ich hatte doch vorhin auch so, oh, guck mal, das ist ein Brokkoli. Warum bilden die einen Brokkoli an? Und dann ist mir eingefallen, oh, warte mal, Pilz. Oh, Atompilz. Hat der Brokkoli Brustbehaarung? Weiß ich nicht, wie sie willst du mal drüber streicheln? Kannst ja mal gucken. Hä? Sieh dir die Statue an und erzähl mir noch einmal, dass das kein Brokkoli ist. Das bedeutet, dass ich von einem Gott abstamme. Oh wow, er hat einen Höhenflug. Halt, stopp, jetzt. Wird's wild. Oh, Entschuldigung. Wild. Menu hat wild geschrieben, Entschuldigung. Oh Mann, ey. Alle werden sich vor mir verbeugen. Und du hast, zumindest hast du einen, der dir glaubt. Die Friese. Weißt du, am Anfang habe ich ihm nicht geglaubt. Aber er hat gar nicht so Unrecht. Hä? Ich meine, die Statue sieht einem Brokkoli schon ziemlich ähnlich.
Und naja. Das heißt, ich kann sie mit einem Nachfahren des Brokkoli-Gottes treten. Am besten starten wir einen Krieg über diesen Streit. Das wäre die praktischste Lösung. Alles klar, okay. Zwei gegen mehr wäre auf jeden Fall anstrengend. Hier kommen die aber nicht rein, ne? Oder? Achso, wir haben ja noch eine Minute. Oh, Entschuldigung. Wir haben ein bisschen gegengebounced. Ut. Ich möchte, wie gesagt, nochmal betonen, das ist die Musik vom Spiel. Ich habe hier nichts eingeblendet an Musik oder so. Muss ich immer noch beweisen, Rekrut. Der Pilz hat mir... hat zu mir gesprochen. Du musst doch 1000 Möbelstücke zerstören. Ah, naja, okay, klar. Oh, bei dem Pilz musst du aber aufpassen. Nicht, dass Mario um die Ecke kommt und denkt, dass du One-Up wärst. Ne? Also immer schön aufpassen. Ich werde ein kleines bisschen hungrig. Ich bin erst auf Stufe 2. Deshalb bekomme ich nicht so viel Essen wie die anderen. Oh. Aber hey! Wenn die Grundbedürfnisse des Lebens kein Anreiz für das Grindset sind, dann weiß ich auch nicht. Oh, Essen. Das ist ganz normal. Hm. Ha, 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 naja, falls du dich für mich um ein paar Schneckwächter kümmern könntest, könnte ich die in der Zwischenzeit essen. Oh, töte 50 für ein paar Snacks und ich werde dich großzügig belohnen. Zeit, ein paar Schnecken, nun ja, zur Schnecke zu machen. Okay. Ey, ich muss alles hier, ne? Alles. Die wollen alle was. Noch jemand? Nee, mit dir habe ich schon geredet gehabt. Ja, Leute. Guck mal hier. Jetzt wäre eine Abstimmung gut. Also keine Abstimmung, so eine Abstimmung einfach nur. Was ist das für euch? Ein Atompilz oder ein Brokkoli? Was ist jetzt so eine Umfrage halt einfach? So, jetzt hier die Gaga am Dampfen. Oder der Pilz, je nachdem. Oh Mann, die haben meine Milchtüte wieder kaputt gemacht, diese Säcke. Ich muss hier eigentlich ein bisschen rumschnetzeln. Da kam wieder ein Fisch. Da ist eine Schnecke. Da ist eine Paprika. Das hat ultra viel, was die von mir wollen, ne? Sag's so, wie es ist. Klar, das macht man nebenbei dann halt irgendwann. Trotzdem. Nein, mein Geldbeutel ist voll. Wir brauchen einen größeren. Oh, warte. Double Kill. Das sind überhaupt die richtigen. Ich sag, der sieht aus wie ein Atompilz. Ich finde auch. Ich finde auch, das sieht aus wie ein Atompilz, weil der unten noch so Zeug hatte. Deswegen würde ich auch sagen, das ist ein Atompilz. Ach stimmt, die Karotte sei ja noch unter dem Pappkarton, ja. 10 Fotos. Habe ich noch nichts gefunden.
177 noch. Kümmere dich. Um 48. Steckwächter. Oh Mann. Ernte 30 Seelen. Ja, wir müssten dann eigentlich hier noch ein paar mehr machen. Oha, was sind das hier für ein... Warte mal. Das ist ein anderer Kaktus. Oh, ich habe 100 Seelen, Leute. Und keine davon ist meine. Ich kann auch nicht mehr als 100 Seelen sammeln. Oha. Scam. Einfach nur Scam. Ja, hier war eine Seele, aber es wäre nicht mehr als 100. Na gut, dann gehen wir. Bleibt da, was Blumenkohl ist. Würde ja normal sagen, ist ein Lauch, aber das passt da nicht. Ja, es könnte halt beides sein, ne? Es könnte ein Brokkoli sein, es könnte auch ein Atompilz sein. Ich hätt jetzt gesagt gehabt, es ist ein Atompilz. Einfach weil da unten noch diese, so wie sie es Rauch hat, aber so. Wir haben nicht so viel, was wir holen können. Das ist ein Hula-Hoop. Nee, ich meine nicht den Hula-Hoop-Reifen. Ich meine unten, was so wie Rauch ist. Nicht den Hula-Hoop-Reifen. Ja, weiter unten noch. Falls wir die nochmal sehen und finden, kann ich die ja nochmal nachgucken. Nee, ich kann hiervon nichts kaufen. Eine Laterne kostet 12.000. Guck mal, bestimmt ein paar von euch haben das ja noch nicht gesehen. Ja, ne? Hier. Wir haben ja so einen tollen zweiten Tab, ne? Das Darknet halt. Upsi. Wasserdampf? Der Blumenkohldampf gegart wird. Was für Blumenkohl? Brokkoli! Blumenkohl sind die anderen. Oh Mann. Nee, warte. Blumenkohl ist das weiße Zeug. Und Brokkoli ist der grüne. Entschuldigung, das ist nicht alles all the same. Blumenkohl sieht doch aus wie Brokkoli, nun weiß ich. Ja, aber das ist ja trotzdem nicht dasselbe. Das schmeckt ganz anders. Ah, toll. Meine Milchtüte hat wieder überall hingespritzt. Okay, hi. Ja, dieser Song erinnert mich an meinen Cousin. Er ist eine Tiki-Fackel auf einer weit entfernten tropischen Insel. Der Song ist total sein Vibe. Mhm. Er heißt Vegible, Klammern DJ Funke, Inselmix. Oh, hier, hör mal rein. Oh, Seelen. Okay, chill. Schön mit deinen Seelen. Warte, wir haben einen neuen Song. Das ist nicht der neue Song. Der ist der neue Song. Yes, wird
chillig. Naja, hier, die Tiki-Facke wieder. Ja, ja, danke. Hier 35. Yo! Warst du schon mal bei Bruschella? Statt Coachella, einfach Bruschella. Alter! Hör dir mal diesen Song an. Bruschella. Da fühlt man sich gleich, als wäre man dort, Alter. Oh. Mehr Seelen, mehr Seelen. Ey, das ist verdammt viele Seelen, die er haben will. Schon Möbel sollen wir auch zerstören, ne? Da wäre die Muschel wieder gut. Mit der könnte man das schön machen. Das hier dauert so lange. Gib Geld! So, nehmen wir das auch mal mit. Okay, genau, hier kamen wir nicht weiter. Dann gehen wir jetzt hier wieder rein. Also gut, Rübe, du hast es so Gewalt. Du willst meine Gaschen stören. Oh, wollte ich gar nicht. Oh, ich wollte ihn eigentlich gar nicht nochmal. Oh. Der alte Knobi hat uns angeheuert, um diese Bank und ihr Geheimnis zu beschützen. Jetzt habe ich aus Versehen seinen Bosskampf wieder getriggert. Hoppala. Das wollte ich gar nicht. Wolltest du deinen Bosskampf gar nicht nochmal triggern? Tut mir leid. Das kennen wir alle schon. Kevin! Ich wollte eigentlich sein Dings gar nicht. Ich wollte seinen Bosskampf gar nicht triggern. Die Waffe kannst du behalten. Das ganz vergessen gehabt. Er muss ja nur einmal gegen mich kämpfen und dann kann ich ihm. Wenn ich ihn in Ruhe lasse, dann macht er halt nichts. Hab das Spiel mal auf die Wunschliste. Nice. Nice. Gib Geld! Ja, Oma Limette werden wir, glaube ich, nie wiederfinden. Zetsch. Achso, du hast noch Angst? Ja, du hast auch Angst, okay. Dich kann ich noch schütteln. Gib Geld! Oh. Mann, meine Milchtüte. Oh ja, das gibt gut Geld. Tut mir leid auch, dass ich die ganze Zeit so rumwurbel, aber die Musik, ne? Ist bestimmt anstrengend für euch, wenn ich die ganze Zeit den mache. Meine die Musik. Die nimmt einen so richtig mit. Also mich zumindest, wenn man es so nebenbei spielt.
Oh, wir haben null. Und mein Geldbeutel ist voll. Käse. Kann trotzdem mit dir nochmal reden. Oh, heiliger Pilz. Das ist ein beeindruckender Pappkarton, den du da hast. Oh ja, ziemlich beeindruckend. Oh. Oh, natürlich kann ich dich jetzt reinlassen. Ja. Lassen Sie mich durch. Oh mein Gott. Das war eine Falle. Ist das ein Frosch? Ich kann euch anfroschen! Beste Waffe ever. Wir haben den besten Hut ever mit der besten Waffe ever. Junge, was ist hier los? Was bist du? Jägerin außergewöhnlicher Kryptiden Wilma. Was? Hallo Wilma. Schon wie die Beschreibung des Spiels. Kleine Rübe ist zurück. Diesmal verbündet er sich mit der gefürchteten Gewürzgang und den schrägsten Raub aller Zeiten zu planen und durchzuziehen. Ja, aber es hat auch sehr viele Anspielungen vom Teil davor. Also kann den doch sehr empfehlen zu spielen. Auch wenn ich selber gar nicht mehr so viel weiß, aber so ein paar Anspielungen und auf ein paar Sachen gehen die halt auch rein, ne? Hey, wir sind die Jäger der Jäger außergewöhnlicher Kryptiden. Entschuldige. Ich will nicht schüchtern sein. Es hat seinen Grund, dass ich lieber Kryptiden jage, als mit dem Essensvolk zu interagieren. Normalerweise stellt mein Partner uns immer vor. Hä? Der ist im Moment ein bisschen durch den Wind. Wir haben gerade dieses super seltene Art von Kern des Kryptiden gefunden und ich habe aus Versehen die Kamera fallen gelassen, gerade als wir sie fotografieren wollten. Das wäre das erste offizielle Foto von ihnen in der Geschichte des Essenvolks gewesen. Oh. Ich glaube aber, wir kriegen das hin. Mein Partner hat gerade einen Nervenzusammenbruch, also warten wir darauf, dass er sich wieder beruhigt. Bevor wir uns den nächsten Schritt überlegen. Oh. Oh ja. Ich meine, wenn du Zugang zu einem geheimen, illegalen Schwarzmarkt hast, werden wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wir sind nicht stolz. Oh. Also ich habe Zugang zum Darknet. Also hier im Spiel. Selbst eine Einwegkamera würde uns helfen, wenn wir es schaffen, ein Foto von diesen seltenen Candace-Kreaturen zu machen, würden wir sicher berühmt werden. Die Musik dreht völlig frei gerade. Alles klar. Quack, 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 quack. Nein, mein Frosch muss nachgeladen werden. Oh, das sind auch Waffen. Hier ist auch ziemlich nice. Ich kann nur eine mitnehmen, weil ich brauche die Sense halt. Guck mal, hier geht's ja noch lang, ne? Oh, dich kenne ich doch noch! Du Arsch.
Lass mich ein bisschen Trauma bei dir abladen, kleine Rübe. Hä? Diese nichtsnützigen Schmarotzer machen mir das Leben schwer. Wir waren zuerst hier, sagten sie, als ich sie aufforderte, mir ihr ganzes Geld zu geben. Ja, das sagen sie bei mir auch immer. Na, ja. Ich beschloss, einen auf Netz zu machen und ein Festival zu veranstalten, um mir Vertrauen zu gewinnen. Wir haben über alles Mögliche geredet, über mich, Geld, über meine größten Erfolge. Dann kam dieser Junkie und nun ja, sagen wir einfach, wir haben Reis ausgenommen. Das einzig Gute daran ist, dass du hier bist und dass du dich drum kümmern kannst. Warum soll ich dir helfen? Quote, einfach nur. Also ohne S hinten, Zero. Dann sollte ja gehen. Und du hast O und U falsch geschrieben. Also umgedreht. Also erst U und dann O. Genau. Nein, mein Frosch muss nachgeladen werden. Dankeschön übrigens auch für den Quote, Orca. Tja, dieser Trottel ist wirklich steif wie ein Stock. Okay. Du hast also keinen Sinn für Humor, wie auch immer. Ja. Selbst wenn wir Knobi damit einen Gefallen tun, wir müssen irgendwie an dieser Bestie vorbei. Die Reichtümer müssen sich hinter ihr befinden. Ah, okay. Hals- und Blattbruch, Neuling. Hey. Lass meine Blätter in Ruhe. Liebesapfel! Ich wusste nicht, dass hier ein Bosskampf ist. Treff dich überhaupt nicht, ne? Jetzt trifft man den. Bam. Ja, also, ne, die Dinger hier, die sind schon krass. Oh, das ist ein, der war ein Leben. Oh, die Battle-Musik ist aber auch geil. Ja, der muss wieder runterkommen. Ja, ich bin voll mit meinem Geld, es tut mir leid. Komm runter! Jetzt haben wir's. Geilo Schmeilo. Oh, da haben wir auch die blaue Karte jetzt. Geil. Richtig nice. Ermöglicht es dir, blaue Türen zu öffnen, die mit der Nummer 2 gekennzeichnet sind. Nice. Ja. Okay. Was ist das hier? Oh, wow. Geil. Kommt der? Oh, Gottes Willen.
muss aber nur durch die durchlaufen. Oh, ist das Geräusch aber auch nervig, ne? Aber das macht voll gut Schaden. Ist hier eigentlich irgendwo raus? Oh, ich will die Frau eigentlich mit dem Mann. Ich will alles mitnehmen. Weißt du was? Ich hab genug von deinem Geschwätz. Was soll's? Ich werde einfach die Bank mit Gas füllen. Wait. Ich will gehen. Halt! Und Hallöchen, Kathi! Hallo! Friss Garnelen und stirb! Oh mein fucking Gott! Er will mich umbringen! Er will mich. Weißt du was? Ich kaufe mir hier ein Ticket! Tschüss! Du kannst mich mal! Kann mich mal gerne haben! Du, wie stinke ich ja, aber wirklich! Wortwörtlich! Ich mag die. Aber. Guck mal, wie viel Schaden die macht. Geil. Erstmal verkaufen. Ich brauche meine Sense halt, leider. Was brauchen wir hier noch? Einwegkamera. 3? 3 Dollar? Warum waren die so günstig? Ich dachte, die kosten wieder 3.000. 3 Milliarden. Glibberschuhe? Was? Irgendwas mit Glibber. Glibberstiefel. Ah, Glibberstiefel. Ich möchte nochmal betonen, ich habe nicht das Badewasser gekauft, okay? Oh, gratis Cash. Oh, erstmal draufklicken. Oh, Mann. Irgendwann funktioniert das, ich sag's euch. Irgendwann. Was haben wir hier? Drück schneller ab. Wir wissen alle, dass das Badewasser hat. Nein. Oh, ich kann meine Milchtüte upgraden. Was grade ich denn ab? Drück schneller ab. Den Nahkampfschaden. Oh. Warum nicht? Die rettet mich schon hin und wieder. Okay. Was machen wir denn? Ich mache jetzt mal eine ganz kurze Pause. Das mache ich auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. Mache ich vielleicht noch so eine halbe Stunde oder so. Okay, bis gleich.